Guten Abend. Der FCB, der ist weiterhin ungeschlagen nach dem ersten Viertel von dieser Saison. Und das trotz einem glücklichen Heimremis, muss man sagen, gegen Luzern gestern vor der Nazi-Pause. Bei uns ist heute, wie jede Woche, der Ernie Meissen, unseren Experten und der FCB-Legende. Salut Ernie. Salut Chris. Wie hast du den Match erlebt? Ja, ich glaube, wie alle Zuschauer, es war sehr enttäuschend. Ich meine, gegen FC Luzern, der zweitletzten ist, musst du einfach gewinnen, wenn du Meister werden willst, oder wenn du eine Chance möchtest haben, um Meister werden zu können. Und das ist wieder nicht gelungen, ist enttäuschend. Man ist zwar effizient gewesen, fast wie dominant, aber es hat auch wieder nicht gegen den zweitletzten gestern gelenkt. Und vor allem umgeschlagen ist man nur geblieben, dank Heinz Lindner. Von Anfang an war es ein harziges Spiel. Gegen die tiefstehenden Luzerner kommt der FCB kaum zur Chance. Das Positive von diesem Spiel ist aber, dass der FCB mit einer von diesen wenigen Chancen gerade erfolgreich ist. Erstaunlich ist das aber nicht. Ist der FCB doch in jüngster Vergangenheit oft sehr effizient gewesen. Doch lang hält die Führung nicht. Schließlich trennen sich die beiden Teams mit einem 1:1 unentschieden. Zufrieden ist man beim FCB nach diesem Spiel natürlich nicht. Irgendwann sind wir unzufrieden mit dem Punkt. Schlussendlich haben sie aber noch ein, zwei ganz grosse Chancen gehabt, dass sie auch hätten gewinnen können. Wir hatten sehr, sehr viel Ballbesitz und sind zu wenig zwingend und präzise gewesen nach vorne, um das in mehr Goal umzumünzen. Wir haben natürlich schon die ein oder andere Chance auch müssen Luzern zugestehen, wo der Heinz auch eben gut gehabt hat. Und den müssen wir so im Gesamten anschauen. Aber natürlich müssten wir nach dem 1-0 dürften wir nicht in so eine Situation kommen. Aber es war ein individueller Fehler, den wir nicht haben ausbügeln konnten. Wir wollten unbedingt gewinnen. Das ist klar gewesen. Vor allem daheim, wenn wir eigentlich Punkte, 3 Punkte holen. Von dem her nervt es total. Ja. Hinten kann sich Rot-Blau wieder mal beim Goalie bedanken. Einmal mehr haltet der Heinz Lindner der FCB mit Weltklasse-Parade im Spiel. Der Patrick Garmen, der weiss das natürlich auch. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht immer jedes Mal darauf hinweisen, auf einzelne Spiele. Ich glaube, wir haben uns als Mannschaft sehr gut gefunden. Heute gibt es sicher einige Sachen, die man hätte können besser machen können. Aber es geht ja auch darum, wie Bayern München reden sie nach dem Match auch nicht immer von Lewandowski, sondern das ist einfach ein Bestandteil von einer Spitzenmannschaft. Und der Gabal ist das bei uns. Und der Heinz im Goal. Klare Worte also vom FCB-Trainer. Er weiss aber auch, dass eine Spitzenmannschaft eine Führung wie gestern im eigenen Stadion eigentlich über die Runde bringen müsste. Ja, also wenn du Meister werden willst, dann musst du es über die Runde bringen, oder Ernie? Ja, natürlich, wenn du schon so viel Glück hast, dass du keinen kassierst, weil einfach Heinz Lindner im Goal hast. Und dann musst du das über die Runde bringen. Und der Walle hat jetzt gerade gesagt, sie haben sehr viel Ballbesitz gehabt. Das stimmt schon. Aber ich habe mal gezählt. Der erste Pass zählt 5 Meter in der eigenen Hälfte und dann haben sie 18 Pässe gemacht, hin und her geschoben, sind nie mehr als 5 Meter über der Mittellinie gewesen. Und wenn das so lange geht, bis der Ball vorne ist, da würde es meiner Großmutter noch länger zum Hinten reinstehen. Und das ist ja das, was sie immer wieder monieren, dass alle hinten reinstehen und dass es durch das schwerer wird. Aber dann muss man halt auch mal schneller hinten rausspielen. Und wie gesagt, die Ballbesitz, die sie dort zum Teil gehabt haben, da könnte ich auch noch mitspielen. Und ich brauche wirklich gleich einen Rollator auf dem Feld. Das sind so Floskeln, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Da stimmt im Spiel etwas nicht. Und da muss man so wie man das schon gemacht hat, am Anfang der Saison, hat man ja gezeigt, dass es auch anders geht. Dass wenn man mal einen Ball erobert, dass man halt schnell nach vorne muss. Und dass alle auch müssen den Weg ohne Ball nach vorne machen. Mit uns, sie werden immer angespielt werden im Mittelfeld, aber keiner will schon weiter vorne sein, wo er den Ball mal auch bekommt, wo er mal einen Freistoß rausholen kann, dass es auch so mal gefährlich wird. Jeder will hinter den Ball an der Mittellinie nehmen, wo es nicht so weh tut, wo man halt auch wieder rückwärts spielen kann, wo nichts passieren kann. Und da muss man wieder davon wegkommen. Also was einen ein bisschen stutzig macht, Anfang der Saison haben sie es ja gemacht. Wieso machen sie es plötzlich nicht mehr?
Ja, eben, das ist halt ein bisschen das Problem. Wenn, es fällt irgendwann mal langsam an und plötzlich kommt man wieder in die Situation, wo man eigentlich immer ein bisschen tiefer in das hineinschlittert, wo man das ein bisschen verliert. Und gut, man hat jetzt auch Ausfälle gehabt mit dem Esposito und dem Cegrova, wo sicher, wo man am Anfang das ein bisschen gemerkt hat, aber auch die, Esposito ist am Donnerstag reingekommen, er war eigentlich nur am Reklamieren, hat mich ein bisschen genervt, weil wenn du so viel reklamierst wie er, mit dem Schiri mitspielst, dann bist du nicht bei der Sache. Und vielleicht hat er auch wieder gemeint, das geht zu leicht, wenn ich da wieder reinkomme, dann läuft das wieder so, wie es war. Und das ist im Moment eben auch nicht so. Und auch der Edon, seine Triple-Ansätze, die er macht, mit dem Arsch ein bisschen gewackeln hin und her und, so, und dann den Ball wieder rückwärts spielen, das bringt halt dann auch nichts. Oder? Und die müssen wieder lernen, bei Grund auf, beim Einsatz, beim Kämpfen, und so anfangen, beim Einfachspiel oder mal dort hingehen, wo es weh tut. Und dann sieht nämlich am Schluss alles wieder besser aus. Also Auswahl hat er ja, alternative Personell. Es ist ja jetzt ein bisschen so eine Diskussion entstanden. Stammelf oder Rotation? Ist für dich zu viel Rotation? Ja, es ist sehr viel Rotation, ich sage es mal so. Eine gewisse Stammelf musst du einfach haben, wo du weißt, wo eine gewisse Leistung da ist und gewisse Positionen spielen, die mehr vom läuferischen Leben, ein bisschen weniger vom technischen. So. Dort musst du vielleicht dann auch ein bisschen mehr rotieren. Aber zu viel Rotation, das ist nie gut und das tut keiner Mannschaft gut. Und jetzt sind sie fast gezwungenermaßen in einer Situation, wo sie viel rotieren müssen, weil man ja noch schnell 4 geholt hat. Und alle wollen spielen, haben wir schon mal darüber geredet. Das gibt keine Ruhe, wenn die nicht genug Einsatzminuten bekommen. Das heisst, jetzt muss man zwangsmässig mehr rotieren. Und bis jetzt tut es dem Spiel nicht gut. Der Captain, der Valentin Stocker, der hat gestern getroffen, mal wieder gespielt, aber ist des Öfteren jetzt auch auf der Bank gesessen. Und das meint auch zu Personalrochade momentan. Ich finde es richtig und auch gut, dass wir dort jetzt die Breite vom Kader haben, wo wir einfach mehrere Positionen oder eigentlich alle Positionen doppelt sehr gut besetzt haben. Und es geht dann schlussendlich einfach das Leistungsprinzip. Und ja, das zwingt auch jeden, der reinkommt, einfach zu performen. Jeder, der die Chance bekommt, zum Spielen auch zu performen. Und ja, natürlich hat es auch Vorteile, wenn man jetzt sagen, 11 auf dem Platz hat, die immer spielen, die dann irgendwie eingespielt sind. Schlussendlich kann man es immer so ein bisschen in beide Richtungen drehen. Wir sind schön da und haben noch keinen Match verloren. Hätten heute sehr, sehr gerne gewonnen. Ich meine, wenn wir 21 Punkte hätten nach dem ersten Quartal, dann wäre es sensationell gewesen. Und so denke ich jetzt mit heute, wo man einfach ein bisschen so das Gefühl hat, es ist vielleicht das eine oder andere Unentschieden zu viel gewesen. Also es ist schon noch interessant. Ein Kapitän, der sagt, ja, ich muss nicht jeden Mal shooten. Ja, also ich hätte das nicht wollen. Ich habe immer spielen. Ich bin auch verrückt worden, wenn ich irgendwie ausgewechselt wurde. Beim Schluss sind aber halt auch ein bisschen andere Zeiten gewesen. Dort hat man vielleicht nicht ganz so eine Belastung gehabt. Wobei wir haben in der Finalrunde auch zweimal in der Woche gespielt. Das ist mir zu leicht, was da erzählt wird. Ja, es ist ja gut, können wir rotieren, das und so. Ich finde, ein Spieler muss immer spielen. Und nicht froh sein, wenn ein anderer für ihn spielt. Da habe ich eine andere Einstellung dazu. Und nach wie vor, eine Mannschaft, die eingespielt ist, die immer etwa gleich spielt, ist besser als eine Mannschaft, die ganze Zeit Wechsel drin hat. Das ist einfach so. Ist das auch, machst du da vielleicht auch ein Einstellungsproblem fest? Könnte das noch sein? Ja, ich würde da niemandem ein Einstellungsproblem unterstellen. Ich meine, der Walle kann ja auch nichts anderes sagen, wenn wir ehrlich sind. Er hat ja schon mal erlebt, wo er mal das falsche Wort gesagt hat, wie das rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich innerlich seine wirkliche Meinung ist. Ich sage einfach oder ich finde, jeder Spieler muss spielen. Und jeder, der sagt, ja, nein, ich finde das noch toll, dass der andere für mich noch eine Halbzeit spielt, der kann nicht ehrlich sein. Und sonst hat er keine gute Einstellung. Also, ein Viertel von der Saison ist durch. Wir schauen auf die Tabelle. Der FCB ist ungeschlagen, weiterhin an erster Stelle. Aber
IB hat ein Spiel weniger und nach Verlustpunkten wären sie schon nicht mehr im ersten Ernie. Also ja, da haben wir ja mal einen recht grossen Vorsprung gehabt. Da hat man sich ja da auch gefreut. Ja, IB hat ein bisschen einen Einbruch und so. Mittlerweile hat sich das Spiel geändert. Ich nehme jetzt an, dass IB das Lugano wird schlagen, weil IB ist einfach eine andere Liga momentan. Und jedes Spiel, das ich von ihnen sehe, sehe ich eine andere Mannschaft als der FCB auf dem Feld. Das muss man einfach ehrlich zugeben. Und ich habe das Gefühl, so schnell besser wäre das IB, das ist nicht so einfach. Das hat man ja beim FCB vorher gesehen, wo sie eine tolle Mannschaft haben und IB immer einen Schritt hinter drin gehinkt ist. Die haben auch jahrelang gebraucht, bis der Wechsel oder die Änderung einmal gekommen ist. Und das wird auch hier der Fall sein. Und wenn man jetzt alles auf eine Karte gesetzt hat, weil man jetzt muss Meister werden, das Jahr, dann wird das sehr schwer. Wir haben auch in den Stocker gefragt, was er zu dem ersten Viertel der Saison meint. Mal hören kurz drin. Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man ein bisschen zurückschaut, muss man eigentlich zufrieden sein. Wir haben eigentlich die Ziele erreicht international, die wir wollen. Wir sind in die Gruppenphase gekommen von der Conference League. Wir haben in der Meisterschaft eigentlich einen guten Start, einen sensationellen Start hergelegt. Ja, jetzt haben wir halt 1-2 Unentschieden zu viel. Ich denke, wenn wir heute hätten gewinnen können, hätten wir 21 Punkte, das wäre fantastisch. So ist es gut, aber wir haben noch Luft nach oben. Also man hat immer Luft nach oben, Ernie, aber also, wenn wir vergleichen, wo wir vor einem Jahr, über was wir vor einem Jahr diskutiert haben, ist es ja eigentlich schon okay. Ja, von früherem Reden nützt nichts, oder? Das ist so. Letztes war alles schlecht, natürlich, aber man hat ja am Anfang, gut, man hat auch jener halt, wenn man die Gegner jetzt anschaut, hat man es vielleicht auch zu leicht gehabt am Anfang. Man hat aber gegen GC hat man viel Glück gebraucht. Eigentlich hat man in jedem Match immer noch ein bisschen Dusel gebraucht, den Heinz Littner vor allem gebraucht. Und wenn man so viele Spiele vom Goalie abhängig sind, wo man wirklich muss sagen, wenn der nicht so gehabt hat, hat man nicht gewonnen oder hat man keine Unentschieden geholt, dann sind die Leistungen schon nicht so überragend. Und auch in der Conference League, hat man 4-0 geführt. Am Schluss muss man froh sein, dass der Heinz nicht 4-3 zulässt, weil schon die letzten 5 Minuten wirklich noch ein Spiessrutenlauf gewesen wäre. Wenn man das Spiel genau analysiert, hat man viel zu viel Glück gebraucht und der Heinz Lindner braucht, dass man noch dort steht, wo man jetzt ist. Weil wenn der nicht entscheidende Sachen noch gehabt hat, wären wir jetzt 6.-7. Und dann wären wir nicht weiter weg von dem, was letzter war, wo man gesagt hat, ja, wir müssen mehr nach hinten schauen. Und wenn man das wirklich realistisch anschaut, ist das so. Wir haben vorhin eine Rotation angesprochen. Jetzt wird anscheinend ja auf der Geschäftsstelle ziemlich stark durchrotiert. Die sportlichen Resultate oder der erste Rang kann natürlich ein bisschen darüber hinwegtäuschen, was sonst so läuft. Also hast du da schon wieder Bedenken, was du auf der Geschäftsstelle läuft? Ja, Bedenken, was heisst Bedenken? Ich habe letzte Woche das wegen Felix Marti gesagt, die Art und Weise, die dort nicht gestimmt hat. Man kann ja einen Wechsel machen, aber nicht so, wie man es gemacht hat. Wie man es bei denen jetzt macht, da tut man die Verträge einfach künden auf Ablauf, also auf Kündigungsfrist und so. Ich kann mich dort nicht so äussern dazu. Da sehe ich zu wenig drauf rein, wer ist jetzt wirklich berechtigt dargestellt und wer nicht. Vielleicht hat es wirklich viele Leute dort, die bezahlt werden fürs Nichtmachen. Das kann ich aber so nicht beurteilen. Ich finde einfach die Art und Weise, manchmal, wie man das macht, das ist entscheidend. Und wie gesagt, wenn jemand Neues kommt, da wird natürlich zuerst einmal aufgeräumt, da wird einmal mit dem Besen rumgelaufen. Und das ist für viele natürlich nicht angenehm. Aber man hat ja, ich habe ja mal etwas gehört, dass sie auf einen Teil des Gehalts müssten verzichten und so. Einer, der 150'000 Stutz verdient, dann macht das nicht so viel aus. Aber einer, der vielleicht nur 3 hat und 20% muss verzichten, dem tut es dann weh. Und da muss man vielleicht dann auch einen Mittelweg finden. Ob es so ist, weiss ich jetzt nicht genau. Ich habe das schon mal so gehört und darum kann ich mich da auch nicht gross dazu äussern. Ja, also im Gegensatz zur Unruhe, die wir noch vor wenigen Monaten erlebt haben, ist das ja eigentlich noch gar nicht fußballerisch. Hat auch der Patrick Ramm, der FCB-Trainer, sich zu dem ersten Quartal geäussert. Ich glaube, wenn man schaut, wo wir herkommen, was wir jetzt in den letzten 4 Monaten alle zusammen aufgebaut haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sind näher bei IB
Und mir geht es gar nicht mal allzu groß um den Vergleich im Moment. Sie sind sehr gut drauf, haben einen guten Lauf. Sie sind ein eingespieltes Team, sind seit 2-3 Jahren mehr oder weniger zusammen. Und wir sind doch jetzt mit einigen Spielern, mit vielen Spielern, die neu in die Saison reingegangen. Und das passt schon einiges zusammen für die kurze Zeit. Und das ist das, was von mir zählt. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir haben doch noch einiges, was wir auch verbessern können, das ist völlig klar. Also man muss halt auch einfach realistisch sein. Du kannst so eine Equipe eben wie IB, die über so viele Jahre jetzt gewachsen ist, zusammengeblieben ist vor allem, mit den Ballettspielern einfach nicht vergleichen, oder? Wo jetzt beim FCB ist. Nein, das kann man auf keinen Fall. Und er hat es ja gerade gesagt, die sind schon ein paar Jahre zusammen. Also das widerspricht ja schon eigentlich dem, dass man sagt, mit dem Fehler rotieren und so. Das ist ja... Mhm. Das spricht ja genau dagegen, oder? Das heisst, man müsste mal eine Mannschaft ankriegen, die im Stamm mehr oder weniger immer die gleiche ist. Und halt dann, je nach Belastung und so, das tut ergänzen. Aber mit den Spielen zusätzlich, die man noch geholt hat, und die jungen Nachwuchsspieler vom Aus, die wollen ja weiterkommen, die wollen nicht hier ankommen, um auf dem Bänkel ein bisschen sündeln und so. Die sind nicht zufrieden mit dieser Situation. Und da hat man sich jetzt selber noch mehr unter Druck gesetzt, indem, dass man noch mal mehr geholt hat und zwei eigene, die ja eigentlich gute Leistung auch gebracht haben, die hat man ausgelehnt, jemand anders an. Und darum hat man sich da ein bisschen das Problem ein bisschen selber geschafft. Und jetzt muss man mit dem umgehen und muss schauen, dass man mit dieser Mannschaft das Beste rausholen kann. Und wie gesagt, IB, das ist eine super Mannschaft, das muss man einfach sehen. Und da darf man nicht enttäuscht sein, wenn man dort noch nie an ihnen vorbeikommt. Wir sind ja schon froh, dass wir näher sind. Aber Zürich ist auch näher an Basel. Das darf man auch nicht übersehen. Und darum, es ist speziell ein bisschen. Was bei Ibe natürlich unglaublich ins Auge fällt, ist, dass eben Ensamé und wie sie alle heißen, immer nur dort sind. Man sagt ja eigentlich jeden Sommer, sie gehen. Jetzt der Arthur Cabral hat neue Ziele auf seiner Visitenkarte. Er darf nämlich zur brasilianischen Nazi go. Und was der Arthur Cabral zu dieser Berufung sagt, das hören wir uns jetzt kurz an. Ich bin unglaublich glücklich und motiviert. Natürlich werde ich jede Sekunde dort geniessen. Ich kann nicht sagen, ob ich spielen werde. Die Entscheidung liegt nicht bei mir. Auch wenn ich nicht spielen sollte, ist es egal. Das werden sowieso die glücklichsten Tage von meinem Leben. Meine Teamkollegen haben mich schon gefragt, ob ich ihnen das Trikot vom Neymar mitbringe. Aber ich habe klar gesagt, wenn jemand das Trikot abstaubt, dann bin ich das. Ja, klingt so wie ein Fan, der jetzt zu seinem Idol mitkicken darf, Ernie. Ja, ich finde das noch ein schöner Zug. Er ist noch ein bisschen auf dem Boden geblieben, sage ich jetzt mal so. Wobei am meisten freut wird, wenn der FCB hat, dass der ein Aufgebot hat von der Nazi, weil das heisst, dass er durch das, wenn er auch sogar zum Einsatz kommt, extrem teuer wird sein, wenn man ihn noch mal nicht mehr hat. Aber du hast es vorhin angesprochen, ein Same bei IB spielt die Saison nicht verletzungsbedingt, aber das merkt man nicht, weil sie andere haben, wo die Goal schießen, die er gemacht hat. Die gewinnen ja andere, 6-0, 6-2 und so. Was passiert, wenn der Cabral einmal nicht beim FCB ist? Dann frage ich mich, wer die alle die Goals schießen, die er macht. Er ist eigentlich die zweite Komponente von dieser Mannschaft vorne innen. Wenn der seine Goal nicht schießt, dann wären sie auch bei weitem nicht dort, wo sie sind. Wir haben jetzt mehr ein bisschen vom Goalie geredet. Aber es ist der Goalie und der Cabral. Und eine Mannschaft, die nur von zwei Spielen so extrem lebt, das kann irgendwann nicht gut gehen. Und darum, da muss man auch dort ein bisschen nach Lösungen suchen und nach richtigen Lösungen. Und das ist im Moment auch nicht der Fall. Ja, auf jeden Fall eben. Das Aufgebot wird ihn sicherlich nicht günstiger machen. Mal schauen, ob er dann shootet bei der Selezar. Hast du sie überrascht, dass er nominiert wurde? Ja, muss ich schon sagen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich meine, die Schweizer Liga ist nicht eine Liga, die international für Furore sorgt, wo man das Gefühl hat, ja, wenn da einer ein bisschen gut ist, noch in einer brasilianischen Mannschaft mit einem Neymar und. Das sind dann ein bisschen andere Namen. Hat mich überrascht. Jetzt nimmt es mich wunder, ob er wirklich mal eine Chance bekommt zum Spielen. Wäre für ihn natürlich sensationell, aber auch für einen FCB, weil es würde heissen, Cabral vom FCB spielt in der brasilianischen Nazi. Und für den Vorstand wäre das natürlich in einem 6 im Lotto.
Ansonsten müssen wir, ja, also ich weiss nicht, wie gross die Chancen sind. Also die Brasilianer sind ja bekannt dafür, dass sie immer sehr viele Spieler aufbieten. Aber er ist natürlich statistisch in Europa der treffsicherste Spieler. Genau, aber ich würde ihn jetzt wegen dem gleich nicht mit einem Lewandowski zum Beispiel vergleichen, wo auch in Europa spielt und auch trotz allem ein Messi und ein Neymar. In der Schweiz ist es sicher auch leichter, wenn du richtig gut bist und so ein Knipser bist wie er, ist es natürlich auch leichter, so eine Bilanz anzugehen. Es ist nicht einfach, aber es ist sicher leichter und darum, man muss alles ein bisschen in Relationen sehen. Ich finde es toll für ihn, dass es ihm so gut läuft. Für den FCB ist es auch toll, weil sonst würden sie nicht so gut dastehen. Und wie gesagt, als Transfer-Coup ist es immer interessant. Also. Schauen wir voraus, also bei der letzten Nazi-Pause hat ja schon der Tenor gesehen, ja, zum Glück können wir jetzt unsere Batterien aufladen, aber der FCB ist nicht gleich rausgekommen aus der Nazi-Pause wie vor der Nazi-Pause. Was denkst du jetzt? Genug Zeit, um mal effektiv die Schrauben anzudrehen? Hoffentlich kommen sie anders aus dieser Pause als aus der letzten, weil es hat ja auch schon mal geheißen, wir brauchen ein bisschen Luft, wir brauchen ein bisschen Erholungszeit und so. Und eigentlich hat er auch das wieder bewiesen, auch das ist nicht nur die Lösung von allen Problemen. Sie sind dort rausgekommen, haben Zeit gehabt, um sich zu erholen und sie sind nicht besser gewesen als vorher, wo sie mehr unter Druck waren. Ich sage immer, lieber spielen, 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 als zwischen ihnen wieder eine Pause an. Man muss eigentlich wieder von vorne ein bisschen anfangen. Und jeder, der geschaut hat, weiss das. Wenn du eine Woche Pause hast, dann geht alles wieder ein bisschen schwieriger und so. Und das ist nicht immer ein Vorteil. Gut, dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank, Ernie, wie jede Woche. Super gesehen. Und okay. Ja, der FCB nach der Nazi-Pause übernächstes Wochenende im Wallis gegen Sion. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Schönen zusammen.